Ja, meine Damen und Herren, wir haben in den vergangenen beiden Tagen wichtige Themen erörtert und haben in schwierigen Fragen auch Kompromisse gefunden, in anderen Fragen uns auch sehr klar positioniert, damit wir auf Bundesebene eine gemeinsame starke Stimme haben. Wir haben debattiert einmal den Hochwasserschutz. Zum Hochwasserschutz wird nachher der Kollege Tillich etwas sagen. Ein weiteres Thema war Fachkräftebedarf und Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Bei den Landesanerkennungsgesetzen müssen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Wir brauchen bei der Anerkennung der beruflichen Abschlüsse möglichst einheitliche Standards in Deutschland. Wir haben beschlossen, dass die im Zusammenhang mit den Anerkennungsentscheidungen genutzten Datenbanken aufeinander abgestimmt werden und haben entschieden, dass die Umsetzung der Anerkennungsgesetze im Rahmen eines integrierten Monitorings kontinuierlich beobachtet und auf einen einheitlichen Vollzug hingewirkt sind. Hierzu soll die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen angemessen personell und sächlich ausgestattet werden. Dann hatten wir auf der Tagesordnung das NPD-Verbotsverfahren. Beim NPD-Verbotsverfahren sollen die endgültigen Abstimmungen bis Ende November abgeschlossen sein. Die Verfahrensbevollmächtigten und die länderoffene Arbeitsgruppe gehen davon aus, dass anschließend der Antrag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden kann. Und bis dahin werden die Sicherheitsbehörden auch die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Quellenfreiheit der Beweismittel geprüft haben. Des Weiteren, das war auch mir persönlich sehr wichtig und da habe ich auch eingebracht, Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie. Die wichtigen Infrastrukturprojekte können heute dann am besten realisiert werden, wenn die Bürgerinnen und Bürger früh und fortlaufend einbezogen werden. Wir begrüßen die mit dem Planungsvereinheitlichungsgesetz getroffenen Regelungen zur Einführung einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planungsvorhaben. Und wir werden die Wirkung dieser neuen Regelungen analysieren und die zuständigen Fachministerkonferenzen sollen Vorschläge für eine weitere Beschleunigung der Verfahren im Planungsrecht unterbreiten. Das heißt also, Bürgerbeteiligung und Verfahrensbeschleunigung müssen dabei also kein Widerspruch sein. Schwerpunktthema war das Rundfunkthema. Wir haben das gemeinsame Konzept von ARD und ZDF für eine Neuordnung der digitalen Spartenkanäle und das Konzept für ein gemeinsames Jugendangebot zur Kenntnis genommen, weil wir glauben, dass ein crossmediales Jugendangebot sicher eine sinnvolle Ergänzung der bisherigen Programmangebote sein können. Vor einer Entscheidung über die Erarbeitung eines Staatsvertrages müssen allerdings noch offene Punkte geklärt werden und Ziel muss es sein, dass mit dem vorhandenen Programmbudget ein entsprechendes Angebot wettbewerbsfähig gestaltet werden kann und die Beitragsstabilität gewährleistet werden kann. Und wir sind uns einig, dass der Online-Auftrag der Rundfunkanstalten überprüft und ein Vorschlag für dessen zeitgemäße Fortschreibung vorgelegt werden soll, mit dem insbesondere die bisherige 7-Tage-Regelung ersetzt werden soll. Das waren also in Kurzfassung die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Vielen Dank, Herr Kretschmann. Herr Tillich, bitte. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin dem Vorsitzland, das es ja seit gestern Abend nun ist, in der Ministerpräsidentenkonferenz, dem Land Baden-Württemberg und dem Ministerpräsidenten Herrn Kretschmann, sehr dankbar für die hervorragende Organisation dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Sicherlich ist Goethe nicht gestern auch zu Unrecht zitiert worden. In Heidelberg kann man sich verlieben, dass die 16 Ministerpräsidenten
die Koalitionsverhandlungen in Berlin hinten angestellt haben und geschlossen hier nach Baden-Württemberg gereist sind, spricht dafür, dass es nicht nur um wichtige Angelegenheiten ging, sondern dass man auch die Gastfreundschaft der Baden-Württemberger zu schätzen weiß. Jetzt inhaltlich möchte ich gerne noch ergänzen. Ich will da anschließen, wo Herr Kretschmann den Punkt Hochwasserschutz genannt hat, für uns, nicht nur für den Freistaat Sachsen, sondern die vom Hochwasser geschädigten Länder, aber auch diejenigen, die in der Solidarität mit den Geschädigten Verantwortung übernommen haben, ist klar, dass Hochwasser und Hochwasserereignisse Naturereignisse sind, die der Mensch nicht abschließend und absolut beherrschen kann, aber wir können Vorsorge treffen. Vorsorge nicht nur jeder für sich, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg und natürlich auch über die Staatsgrenzen hinweg. Das heißt also auch in dem Falle des Freistaates Sachsen, wir sind maßgeblich davon abhängig, was im Prinzip im Entstehungsgebiet der Elbe, nämlich in der Tschechischen Republik, an Hochwasser entsteht und was uns dann erreicht. Aber das hat dann Auswirkungen bis Hamburg und deswegen ist eine enge Abstimmung untereinander. Und das geht nicht nur um die Höhe der Deichkrone, dass der eine oder der andere meint, noch höher bauen zu müssen, sondern es geht auch darum, dass das gesamte Hochwasserrisikomanagement, die Vorsorge, das heißt also auch die Frage von Retentionsflächen, das Rückhaltemanagement im Entstehungsgebieten, das kann im Schwarzwald der Fall sein, das kann auch in Bayern, im Bayerischen Wald der Fall sein oder im Sächsischen Erzgebirge, hat unmittelbare Auswirkungen natürlich auf die Zuflüsse dann, die sich ob in Mainz, in Magdeburg oder in Fischbeck niederspiegeln. Also von daher war uns das ein wichtiges Anliegen. Zum Zweiten, wir haben uns auch deutlich darüber verständigt, dass wir auch den Bund in der Verpflichtung sehen. Das heißt also auch hier mit dem Bund in diese Gespräche über ein deutschlandweites oder nationales Hochwassermanagement nicht nur sprechen wollen, sondern wenn es auch um finanzielle Fragen geht, wir durchaus auch mit dem Bund darüber sprechen müssen, wie kann sich hier der Bund einbringen. Und das Dritte, wir glauben, dass es nicht zukünftig die Aufgabe der öffentlichen Hand sein kann, Schäden zu regulieren, sondern wir appellieren auch von hier aus nochmal an die Versicherungsgesellschaften der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus, also hier in Deutschland tätigen Versicherungsgesellschaften, dass Elementarschadensversicherungen möglich sein müssen, auch für Menschen, die an Gewässern wohnen bzw. die durch Deiche geschützt werden und dass hier die Versicherungen auch in der Pflicht sind. Und ich möchte einen Punkt noch aufgreifen, der mir wichtig erscheint, nämlich in dem Zusammenhang, wenn es um Bürgerbeteiligung geht und will ausdrücklich nochmal auch unterstreichen, das, was Kollege Kretschmann gesagt hat, Bürgerbeteiligung und Verfahrensbeschleunigung, auch im Hinblick auf den Hochwasserschutz, dürfen dabei kein Widerspruch sein. Bürgerbeteiligung kann auch zur Beschleunigung führen und das ist unser gemeinsames Ziel. Bevor Frau Dreyer dann zu den Fragen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks etwas Näheres ausführt, will ich nur einen Satz hinzufügen. Aus Sicht der sächsischen Staatsregierung, des Freistaates Sachsen, ist es wichtig, dass wir auch heute uns ausdrücklich darauf verständigt haben, dass bei allen Überlegungen, die wir im Bereich der Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben, für uns die 1798 gesetzt sind und dass wir uns darauf verständigen konnten bzw. verständigen können, dass wir also diese Beitragsstabilität nicht für ein oder für zwei Jahre so sehen als notwendig, sondern über einen bestimmten Zeitraum hinaus. Das, glaube ich, ist gemeinsam nicht nur Konsens, sondern ist eine wichtige Basis für alle die Gespräche, die dann auch mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten seitens der Rundfunkkommission der Länder zu vollziehen sind. So viel vielleicht von mir. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Frau Ministerpräsidentin Dreyer, bitteschön. Ja, vielen Dank und einen schönen guten Tag. Auch von mir nochmal erst ein schönes Dankeschön an Ministerpräsident Kretschmann, dass wir in so einer guten Atmosphäre miteinander tagen konnten und auch gute Ergebnisse haben. Ich möchte als Vorsitzende der Rundfunkkommission ein paar Worte mehr sagen zu dem Thema Digitalkanäle und Jugendkanal. Wie Sie wissen, beschäftigen wir uns ja schon relativ lang mit diesen Fragen. Die Rundfunkkommission hat am Mittwoch getagt, die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich heute Morgen damit beschäftigt. Die Intendanten von ARD und ZDF haben ein Konzept vorgelegt, um zu einer Neuordnung der Digitalkanäle zu kommen.
Das ist so halb öffentlich, deshalb will ich es Ihnen vielleicht doch einfach mal auch richtig öffentlich heute sagen, was da drin stand oder steht, nämlich dass in Zukunft entfallen sollen 1plus, 1Festival und ZDF Kultur, dass aus BR Alpha wird ARD Alpha und erhalten bleiben Tagesschau 24, ZDF Neo und ZDF Info und natürlich auch die Gemeinschaftsprogramme Dreisat, Arte, Phoenix und Kika. Wir haben grundsätzlich positiv aufgenommen, dass die Intendanten sich erstens mal so angenähert haben und eine gemeinsame Konzeption für die Digitalkanäle vorgelegt haben und das auch sehr grundsätzlich positiv gesehen. Wir haben zu der Frage Jugendkanal noch einige Fragen, die offen sind und die auch zu klären sind. Das entnehmen Sie auch der Beschlussvorlage. Nämlich zum einen finden wir, dass natürlich im Jugendkanal gute Optionen für die Zukunft sind, aber dass die Fragen vor allem in den Ziffern 2, 3 und 4 wirklich auch zu klären sind. Und das sind, ich sage es Ihnen mal ganz kurz zusammengefasst, zum einen, dass tatsächlich nochmal durch Marktanalysen dargelegt wird und auch die Frage dargelegt wird, ob mit dem Programm Budget was vorhanden ist. Und wir haben das ja auch durch den Vorschlag der Intendanten ein Stück weit begrenzt oder wirklich begrenzt, ob ein solches Programm attraktiv eben für junge Menschen dann auch entsprechend darstellbar ist. Der zweite Punkt, der wichtige Punkt, den Herr Tillich schon genannt hat, ist, dass wir darauf bestehen, aber dazu sind die Intendanten auch bereit, sich selbst zu verpflichten, das haben sie uns auch dargelegt, dass der Jugendkanal dann nicht zu einer Beitragserhöhung führen würde, sondern tatsächlich in den nächsten Jahren keine zusätzlichen Rundfunkbeitragsmittel zur Verfügung gestellt werden und dass die KEF auf Grundlage der Konzeption eben auch ihre Einschätzung liefern wird, ob mit diesen Geldern es tatsächlich dann auch machbar ist. Das sind sozusagen die Fragen, die offen sind. Wir haben uns auch verabredet, dass wir uns kurzfristig nochmal mit den Intendanten treffen werden, um über den Jugendkanal zu sprechen. Insgesamt will ich sagen, dass wir eigentlich jetzt erstmal einen ganzen Schritt nach vorne gegangen sind, indem wir sagen, erstens gut, dass die Intendanten jetzt einen gemeinsamen Weg gefunden haben, ihre Vorstellungen über die Digitalkanäle und auch über die Entwicklung eines gemeinsamen Jugendangebotes darzulegen. Und zum Zweiten bin ich auch optimistisch, dass die Fragen, die heute offen geblieben sind, nämlich dass die Zusagen der Intendanten, nämlich das Thema Beitragsstabilität, wirklich auch erfüllbar ist und dass mit dem Budget, das vorgesehen ist, in der Größenordnung von 45 Millionen, man tatsächlich dann auch ein attraktives Jugendangebot gestalten kann. Das werden die Fragen sein, die bis zum März zu beantworten sind. Dann wird sich die Ministerpräsidentenkonferenz noch einmal mit dieser Frage befassen und dann eben auch die Frage klären, inwieweit man dann auf dieser Grundlage bereit ist, tatsächlich eine Beauftragung über den Staatsvertrag dann auch in Auftrag sozusagen zu geben. Vielleicht noch zwei inhaltliche Bewertungen aus meiner Sicht. Es gibt einen ganz klaren Konsens eigentlich schon seit längerer Zeit zu der Thematik 7-Tage-Regelung. Wir würden gerne auf diese 7-Tage-Frist verzichten und deshalb befindet sich in dem Beschluss auch noch die Ziffer 5, in der ganz klar dargelegt wird, dass es eine Beauftragung der Rundfunkkommission dahingehend gibt, dass man den Entwurf für den Telemedienauftrag entsprechend zeitgemäß gestaltet und vorher die Abklärung mit der EU-Kommission vornimmt. Das ist, woran jetzt eben auch sehr direkt gearbeitet werden wird. Und das Zweite, ich will auch noch als Vorsitzende sagen, ich bin noch nicht so wahnsinnig lang Vorsitzende, seit 8 Monaten. Wir haben vor einiger Zeit mal einen Vorstoß gemacht, um zu einer Neuordnung der Digitalkanäle zu kommen, dass ich es wirklich auch begrüße, dass wir da jetzt große Schritte vorankommen und dass wir optimistisch sind, dass wir diesen Weg eben auch konstruktiv miteinander gehen können. Und es ist auch meine Hoffnung, dass wir dann im März auf der nächsten MPK dann die offenen Fragen so beantworten können, beziehungsweise die Intendanten, dass wir dann hoffentlich dann eben auch zu dem Weg kommen, die Beauftragung eines Staatsvertrages entsprechend gestalten zu können.